Kann die Rente gekürzt werden, wenn ich einen Firmen-Pkw privat nutze? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine ganz interessante Frage erreichte uns auf Rentenbescheid24.de. Da ging es also wirklich um die Frage, oder ging es um Sachverhalt, ich nutze einen Firmen-Pkw, auch privat, und da gibt es die 1%-Regelung. Und ich beziehe zurzeit eine Rente. Und ich habe da Sorge, dass mir die Rente sozusagen gekürzt werden kann im Wege der sogenannten Flexi-Rente, wenn die deutsche Rentenversicherung dann im Rahmen der Spitzabrechnung sieht, aha, so und so viel Geld verdiene ich. Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Frage und hier mal meine Antwort dazu. Da muss man natürlich auch selber erstmal nachlesen, wie da die Rechtslage ist. Grundsätzlich bei einer vorgezogenen Altersrente wird der Hinzuverdienst bis zur Jahresfreigrenze 6.300 Euro nicht auf die Rente angerechnet. Das kennen Sie. Die Grenze der Einkommensanrechnung oder der Hinzuverdienstanrechnung ist ja dann die Regelaltersgrenze. Kennen Sie auch. Als anrechenbarer Hinzuverdienst zählt das Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und sonstiges Einkommen. Die Begriffe haben wir in verschiedenen Videos hier auf YouTube auch schon mehrfach erklärt und ein paar Hinweise zum Thema gegeben. Grundsätzlich ist bei der Bewertung, was sozialversicherungsrechtlich als Arbeitsentgelt festzulegen ist, das Lohnsteuerrecht oder Einkommensteuerrecht heranzuziehen. Als Faustregel kann ich Ihnen nur so viel sagen: Alles, was im Lohnsteuer- und Einkommensteuerrecht steuerfrei ist, als Einkommen und als Lohn, ist auch im Sozialversicherungsrecht grundsätzlich nicht als Hinzuverdienst auf eine Rente anzurechnen, weil es kein Arbeitsentgelt ist. Ganz logische Sache. So, bei uns gibt es aber auch die Sozialversicherungsentgeltverordnung. Riesenbegriff. Früher war das mal die Sachwertverordnung. Zu dieser Verordnung können Sie bei uns im Renten-ABC wirklich mal nachlesen, was sich hinter dieser Verordnung verbirgt. Die ist aber ganz interessant. Und zwar geht es bei dieser Verordnung um die sogenannten Lohnbestandteile, Zuschüsse, kostenfreie Nutzungen und sonstige Dinge als anrechenbarer Hinzuverdienst oder Arbeitsentgelt. Das ist der Inhalt dieser Sozialversicherungsentgeltverordnung. Denken Sie bitte mal an die sogenannte Freimilch, Deputatkohle oder Tankkarte oder die Nutzung also Leute, die in der Brauerei arbeiten, diese Freigetränke bekommen. Ja? Wenn der Arbeitgeber also Ihnen da was kostenfrei zur Verfügung stellt. So, und dabei geht es immer um die Frage, ob diese Nutzungen geldwerten Vorteile als Hinzuverdienst auf die Rente anzurechnen sind. So, und bei der privaten Nutzung eines PKWs ist die Rechtslage aber sowas von eindeutig. Die private Nutzung wird im Sinne des Einkommenssteuerrechts als steuerpflichtiges Einkommen gewertet. Und zwar im Rahmen der sogenannten 1%-Regelung. Das kennen Sie. Die meisten, die einen Firmen-Pkw nutzen, haben meistens immer die 1%-Regelung. Alles andere macht gar keinen Sinn, weil wir immer eine private Nutzung dabei haben. Meistens ist das so. Ja? Deshalb zählt auch diese Nutzung als Hinzuverdienst. Und dieser Hinzuverdienst kann, wenn Sie die Grenze von 6.300 Euro im Jahr überschreiten als Gesamteinkommen, natürlich dann die Altersrente, die vorgezogene Altersrente, kürzen. Und dann kriegen Sie die Altersrente nicht mehr als Vollrente, sondern als Teilrente ausgezahlt. So, wie läuft das dann also ab? Sie melden beim Rentenantrag, melden Sie der deutschen Rentenversicherung Ihren möglichen Verdienst, den Sie in der nächsten Zeit haben, also für das laufende Jahr und dann für das nächste Jahr. So, das melden Sie dort. Oder Sie legen der deutschen Rentenversicherung den Lohnschein vor und die rechnen dann. Und meistens ist es so, im Lohnschein wird im Rahmen der 1%-Regelung dann auch dieser Geldwertevorteil als Bruttolohn, also auf das Bruttoarbeitsentgelt mit aufgeschlagen. Damit ist klar, die private Nutzung des PKWs ist steuerpflichtig und ist somit, wenn die 6.300 Euro-Grenze erreicht wird, anrechenbarer Hinzuverdienst auf die Rente und kann zu einer Kürzung der Altersrente führen. Grenze ist die Regelaltersgrenze. Näheres zum Thema Einkommensanrechnung auf die Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.